war einfach mal Zeit dafür, meine tollen GTA Online-Erlebnisse in ein Video zu verpacken. Und ich kann euch gleich sagen, es ist nicht sonderlich spannend oder lustig, sondern es ist halt einfach nur wie so ein, ja, so ein paar lustige Dinge halt zusammengeschnitten eben. Und es fängt auch gleich an. Erstmal ist die Optik richtig geil und ja, so sinnlose Aktionen halt, die wir da so machen. Und ja, dann kann man auch mal ganz schön schnell Feuer fangen. Das geht schneller, als man denkt. Mhm. Wie gesagt, also ja, hier habe ich eine Schlägerei in der Bar angefangen. Und wer GTA auch spielt, der weiß, dass einfach das Boxen der unschuldigen Zivilisten extrem lustig ist. Und deswegen habe ich das auch getan und ja. Und da hing dann einer so komisch an der Theke. Ja. Ich persönlich finde das wahrscheinlich alles viel lustiger als ihr jetzt, die mir zuschaut. Hoffe ich doch mal, wenn es überhaupt jemand guckt. Aber vielleicht könnt ihr ja trotzdem was damit anfangen. Ich hoffe es einfach mal. Ja, hier, das fand ich irgendwie einfach nur cool, weil hier springe ich aus dem Ding ab und bin dann in eine neue GTA Online Session gegangen. Und ich fand das immer so amüsant, ich springe ab. Und ihr hört den Sound. Ich finde das so großartig, wie der aus der Kontrolle gerät. Und dann hier im Ladebildschirm, boom, da hat man auch die Explosion gesehen. Großartig. Ja, hier haben wir getanzt beim Boxen. Ist bizarr. Das habe ich auch in ein paar Teilchen aufgeteilt. Ja, sehr amüsant. Das ist, wenn man das Zielen ausstellt. Die Frage, ob ich das eigentlich alles weiterhin kommentieren soll oder ob ich das einfach sehen wollt. Ich meine, man braucht dazu ja auch nichts zu sagen. Wenn jemand plötzlich weggefahren wird, ist das halt einfach lustig. Finde ich zumindest. Oh ja, der Mittelfinger. Mittelfinger. Gleich kommt das Highlight. Das echte Highlight. Und. Ah! Ja, damit hat wohl keiner gerechnet. Ich frage mich, was der Fahrer eigentlich gedacht hat dabei. Dann sieht es doch. Ja, und hier geht's weiter. The Dance of the Fight hier. Fighting Dance. Oh, einmal getroffen. Ich würde sagen, es endet spannend. Wer glaubt, der gewinnt? Ich weiß nicht warum, ich finde es total lustig, bei GTA zu stürzen. Aus der Ego-Perspektive. Es ist auch schon aus der Third Person ziemlich lustig, weil es einfach eine geile Animation hat. Gutes Deutsch. Aber aus der Ego-Perspektive ist das Ganze nochmal ein bisschen krasser, cooler gemacht. Und, also, ich meine, man sieht es halt einfach aus der Ego-Perspektive, wie man stürzt. Ach ja. Sowas dürft ihr nochmal öfter sehen von mir aus GTA Online. Ach ja, schön. Schön gestürzt. Und dann die schöne Textur gesehen. Wow, 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 wow. Und ihr seht, meine Leben sind schon zur Hälfte runter. Und man, wow, noch ein Schlag hat gesessen. Mal gucken, wie es ausgeht. Das hier ist einfach so ein, ist auch so ein Ding, weißt du? Da versucht sich jemand beim Helikopter abzuknallen. Und was jetzt geschieht, ist, das ist GTA. Ja, man versucht noch, oh komm, ich schaff's unter der Brücke durch. Oh nein, Helikopter passt nicht. Ich wurde umgerammt von einem Fahrer, von einem NPC. Oh. Ja, so schnell kann das geschehen. Oh, und das Finale. Ich verrate, es ist das Finale. Guck mal, meine Leben. Oh mein Gott. Schaffe ich es noch? Wer gewinnt? Wer gewinnt? Ach, ja. Jetzt wisst ihr es. Wer Wetten gesetzt hat, weiß jetzt, was er gewonnen hat. Ja, das ist auch wieder so ein Klassiker. Ich kann ja nicht verraten, was für ein Klassiker das ist. Ah. Ja. Ach ja. GTA Online-Spieler verstehen genau, was das bedeutet. Dass sowas einfach lustig ist in der Situation selbst. Das ist gut. Ich bin dann mit dem Auto angefahren und habe nichts gewusst. So, ich steige aus. Bam, badam, badam, badam. Und was ist? Das Auto explodiert. Ich habe dann im Nachhinein erfahren, dass das eigentlich hätte früher explodieren sollen. Also da war ein C4-Sprengsatz dran. Und es war einfach Glück, dass ich ausgestiegen bin. Und das ist sehr großartig, finde ich. In der Situation natürlich grandios. Das ist einfach ein cooler Stunt jetzt. Achtung, Achtung!
Jetzt geht's weiter zu Trevors Wohnwagen. Und das letzte für heute. Äußerst unspektakulär. Einmal. Ja, das ist scheiße, wenn das die Yacht nicht unter der Brücke durchpasst. Aber man weiß sich ja zu helfen. Dachte man sich. Ja. Cool, oder?